So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Sign Ghost Demission. los geht's. Lass uns datteln. Genau, wir hatten mit Hans hätten wir was gehackt, ne? So, mit Hans haben wir was gehackt. Und, wollen wir gucken, was da rumgekommen ist, ne? Mal gucken, vielleicht schaffen wir ja heute mal die Episode zu Ende zu spielen. Das wäre natürlich geil. Hey, Tom G., ich glaube, ich habe die Formel zum Glücklichsein gefunden. Und du kommst darin vor. Mit dir würde ich bis ans andere Ende der Welt scrollen. Was? Ah, das sind die ganzen Kontaktdaten, die wir jetzt hier haben. So, und nun habe ich etwas für dich vorbereitet. Es ist ein Gedicht, mit dem ich meine Zuneigung zu dir ausdrücken möchte. Ich bin gespannt. Das hat gerade noch gefehlt. Ja. Komm, wir sind pro Hans. Pro Hans ist immer gut. Hans hat Gefühle. Schön, oder? Trommelwirbel. Nee, Trommelwirbel. Oh. Jede Sekunde, jede Minute, jede Stunde, jeder Tag, jede Woche, jeder Monat, jedes Jahr ohne dich ist, als wäre ich nie geboren worden, als würde ich nicht existieren. Du bist der Grund, warum ich lebe. Ich brauche dich. Oh, wie süß, das reimt sich, Hans. Schön. Okay, bisschen gruselig ist das schon, ne? Ja. So, Organparty. Da, hier habt ihr. Hat geklappt. Hier hast du. Nimm das. Dann kannst du die Ziegler jetzt adden, Tomji. Die Ziegler. Na komm. Mal gucken, ob es genauso ein Reinfall ist nachher wie bei den anderen Heini da. So wegen Geister kann man nicht töten und so. Blödsinn. So. Nase juckt. Na komm, hau raus. Norman Ziegler. Komm her, Norman. Lass dich mal sehen. Zeig mir dein hübsches Gesicht, Norman. Ah, Norma trägt Pelz. Da bin ich ja gar nicht für. Ja, ist schon schön, ne? Da. So. Hier, guck mal, mit einem Huhn. Mit meinem Weihnachtsbraten, ne? Mit so einer Pute oder so. Ja. So. Weiter jetzt. Meine Nase juckt. Hallo, Frau Ziegler. Mein Name ist Tom G. Wir bräuchten Ihre Hilfe. Es geht um ein altes Buch von Ihnen. Die Taube. Hört ihr die Taube draußen? Huhu. Warum denken Tauben können singen? Warum denken die können singen? Bitte antworten Sie mir, wenn Sie das hier lesen. Okay, offline. Oh, doch, online. Hallo. Achso, Chiara. Na, schon was erreicht? Sie ist offline. Tauben, die singen. Es ist geil, Alter. Die Taube, die... Und vor allen Dingen macht das Tauben grundsätzlich vom offenen Fenster auf der Regenrinne. Genau von offen und singen dir ein Lied vor. Damit wecken sie sich auch. Nun muss ich mich doch kurz einschalten. Meine lieben Ständen, was möchten Sie denn überhaupt von dieser Autorin hören? Ich verstehe den Sinn auch wirklich nicht. Wir müssen so viel wie möglich über diesen Fonts herausfinden. Einfach mal hören, was sie zu sagen hat. Das finde ich gut. Könnt ihr die hören? Bestimmt könnt ihr die Taube hören. Nee, wir brauchen schon mehr Infos von ihr. Schließlich war ein Bild von diesen Fonts in dem Video. Lass uns doch einfach alle zusammen sterben. Glücklich und zusammen sterben. Und damit der einzigste Hinweis, den wir momentan zu Gabrielas Tod und den Geist haben. Genau. Und wenn sich Fons stur stellt, bleibt es nur diese Ziegler.
Sie wissen, dass ich kein Fan von Ihren eigenmächtigen Ermittlungen bin. Sie haben das Video doch selber gesehen und was es mit uns macht. Wer soll uns denn von diesem Albtraum befreien? Prof, wie können Sie nur so ruhig bleiben? Haben Sie denn keine Angst vor dem, was hier gerade passiert? Das ist interessant. Ich glaube nach wie vor nicht an diese übernatürliche Geschichte. Nur weil zum Beispiel eine Holztreppe plötzlich knarrt, heißt das lediglich, Holz arbeitet und nicht, dass ein Geist emporsteigt. Glauben Sie mir, es ist immer die Physik, die hinter solchen Vorkommnissen steckt. Und es gibt immer eine rationale Erklärung. Da sind Sie der Einzige, der so denkt. Ich gebe Chiara recht. Wolf, konntest du schon irgendwas über diesen Geistermädchen rausfinden? Negativ. Im gesamten Net nichts zu finden. Ich wollte gerade Netflix lesen, weil das Net nix. Wir wissen also immer noch nicht, wer sie war, zu welcher Zeit sie gelebt oder warum sie gestorben ist. Wir drehen uns allmählich im Kreis. Uns bleibt nicht ewig Zeit, um der Sache auf den Grund zu gehen. Lass uns erstmal abwarten, was diese Ziegler zu sagen hat. Wir müssen unbedingt rausfinden, was dieses Mädchen mit uns mitteilen möchte. Wir sollten weiterhin versuchen, diese Fonds zur Rede zu stellen. Vielleicht will das Mädchen uns einfach nichts mitteilen. Vielleicht ist es ein Arschlochmädchen oder so. Für die blöde Kuh. Vielleicht hat sie das auch verdient. Ein fucking Mord ist wohl eine schlechte Art, uns etwas mitzuteilen. Ja, das ist wirklich wahr. Da hast du recht, Cedric. Leute, das führt doch zu nichts. Schon gar nicht mehr um die Uhrzeit. Außerdem fallen mir die Augen zu. Lass uns doch morgen weiterschreiben. Bis dahin antwortet den Ziegler sicherlich auch. Wird wohl für uns alle das Beste sein. Ja, was wahrscheinlich, ne? Aber wir müssen doch irgendwas tun. Wie kannst du jetzt an Schlafen denken, Jonathan? Gemütlicher Bär oder so, ne? Ja. Machen wir. Was willst du heute noch groß machen? Ich leite morgen früh eine Vorlesung und gehe deshalb auch schlafen. Leute, wir sind übermüdet. Wir müssen versuchen zu schlafen. Wie soll das gehen? Augen zu und so. Und hinlegen, Augen zu machen. Immer wenn ich die Augen schließe, sehe ich sie. Janik hat die Rechte, wir müssen eine klare Kopfe bewahren. Ich schalte noch eine Doku ein und dann werde ich schon irgendwie einschlafen können. Medical Detectives, gucke ich mir immer jeden Abend vom Einschlafen an, tatsächlich. Nacht, Leute. Passt auf euch auf, bis morgen. Na, bis dann wird ja wohl keiner sterben, außer Quentin. Cool, oder? Was denn das? Alter, Blasen! Also, hier an der Hand. Nicht was anderes. Hand, also Auerblasen. Fuck, was ist passiert? Das war diese Geisterfrau, dieses Miesstück war hier oder was, ey? Voll die Bitch. Hey, scheiße, Mann. Ich hab immer noch Gänsehaut. Was genau ist passiert? Du musst dringend zum Arzt. Hat sie dich... sie hat dich angegriffen. Ja, aber lass mich von vorne erzählen. Das habe ich im Internet gelesen. Das muss man so machen. Von vorne Geschichte beginnen. Das folgende Video zeigt eine Reaktion von Geistern und Dämonen auf Weihwasser aus Räucherstäbchen. Das Weihwasser liefert positive Energie und zerstört negative schwarze Energie von Geistern, Dämonen, negativen Wesenheiten, die jemand beherrscht. Okay, cool. Hey, es war skeptisch. Ich dachte, du wärst voll beschiss oder was.
Hab mir welches aus der Weihwasserbeck in Kiste geklaut. Aber es stimmt wirklich. Und ich jetzt verkaufe ich an dich. Willst du haben oder was? Diese Bitch hat geschrien wie am Spieß. Bevor sie wortwörtlich Luft gemacht hat, ist weg. Buff. Ich bekomme Schreie nicht mehr aus Kopf. Ja. Warte, oh, da, oh. Das erinnert mich an The Forest, wenn die Kannibalen da so rumschreien. Boah, gruselig. Wie kannst du dir so sicher sein? Das wäre ja einfach unglaublich. Ich glaube da noch nicht so recht dran. Ja, mal gucken. Erstmal müssen wir das ja machen. Was anderes haben wir ja gerade nicht. Ja, ich hab das sowas von besorgt, Alter. Ich hab die fertig gemacht, die Bitch. Ich verbinde jetzt kurz an. Und dann wird gefeiert. Heute gebe ich mir richtig dünne. Schreib, wenn irgendwas ist. Ich lasse mein Handy die ganze Nacht an. Blup. Quentin hat den Chat verlassen. So, was ist heute passiert? Gabriela ist tot. Hat der Tod etwas mit dem Video zu tun? Ich glaube nicht mehr an Zufälle. Wolf will uns helfen, dafür müsste ich ihn aber das Video schicken. Musste. Er entdeckte darin ein altes Foto eines gewissen Henry Fonds. Ein, wie wir inzwischen wissen, in Ungnade gefallener Geisterjäger. Doch Fonds schmettert mein Hilfegesuch ab und will keinerlei Kontakt. In einer alten Bibliothek finden wir ein Buch über ihn und wollen mit der Autorin Norma Ziegler Kontakt aufnehmen. Bisher hat sie jedoch nicht geantwortet. Bestimmt ist sie tot. Bestimmt ist sie das Mädchen. Zu allem Überfluss meldet sich Gabrielas Bruder Quentin bei mir. Ja, das ist echt eine Schande. Er hat das Video ebenfalls gesehen, vor 7 Tagen. Doch er konnte den Geist verletzen und vertreiben. Das weckt endlich wieder Hoffnung in mir. Hoffentlich nicht unbegründet. 0 Uhr. Da-da. Geisterstunde. Tag 3. Noch 5 Tage zu leben. Guten Morgen, ihr Lieben. Jonathan, ich hoffe, ich wecke sie nicht wieder. Um 7 Uhr. Nee, Jonathan ist wach. Keine Sorge, Prof. Mein knurrender Magen hat mich geweckt. Sag mal, das ist volles Mobbing. Nur weil er dick ist, hat er nicht immer Hunger. Aber die ganze Nacht kein Auge zu bekommen. Geht mir auch so. Übrigens, toller Tipp gestern mit der Doku, Tayo. Ich hab was gesehen über Geister. Wetten? Wetten, wetten, wetten. Lost Place. Geisterstädte Spezial. So was mag ich auch gerne gucken. Unerklärliche Phänomene gucke ich tatsächlich immer gerne. Geht um Aliens und so. Musste danach das Licht anlassen. Ertrage momentan die Dunkelheit nicht. Samara findet dich auch im Hellen. Entschuldigung. Hör bitte damit auf, Centric. Wir haben schon genug Angst. Und lass diesen blöden Namen, Cedric. Gebe es ungern zu, aber hab auch voll Schiss. Trau mich momentan gar nicht aus Naus. Da ja drinne ist auch gefährlich, ne? Leute, Quentin hat mir gestern noch geschrieben. Oh, ernsthaft? Achso, das haben wir ja gewusst. Also ich dachte, was anderes, was wir noch nicht wussten oder so. Bob, da haben wir den Nachrichtenverlauf. Hast du schon was von ihm gehört? Nee, noch nicht. Meinte ich, soll ihn mal anrufen? Logo.
Nee, lass mal. Habt ihr ein Haus schon seit heute früh im Blick? Das ist ruhig. Ja, weil da kann ja immer drin leben, alle tot. Oh mein Gott, wenn er den 7. Tag überlebt hat, dann hat er es geschafft. Endlich hat der Spuk ein Ende. Nein, ich spüre, da stimmt irgendwas nicht. Komm, wir glauben daran, dass dieses Weihwasser geweckt hat. Ist natürlich echt ein Märchen, aber ist ja kein Vampir, ne? Geht's nach Tom G? Wieso? Wie kannst du da noch so euphorisch sein? Was stimmt nicht mit dir? Sag mal, bist du voll doof oder was, hä? Sag mal, Ruby, hä? Ich möchte nochmal auf mein Angebot hinweisen. Ein persönliches Gespräch würde uns allen gut tun. Leute, lasst uns jetzt versuchen, Quentin zu erreichen. Dann haben wir Gewissheit. Das sehe ich auch. Ein Videoanruf. Hi. Ich wollte das nicht in die Gruppe schreiben. Scheiße. Da ist irgendjemand. Ja. Ich wollte das nicht in die Gruppe schreiben. Nein, 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 nein. Egal, die wollte sich entschuldigen, aber wer war da? Ich will wissen, wer da jetzt war. Hey. Ja. Scheiße, Ruby. Was war das denn gerade? Bitte melde dich. Aber die hat nicht 7. Oder sie hat das heimlich schon mal vorher geluschert gehabt, das Video. Und zack, ist sie offline. Verdammt, Leute, bei Ruby stimmt was nicht. Ich glaube, sie ist in Gefahr. Was ist los? Wieso? Ich sehe so beschwommen. Oh, das ist Alkohol. Alles klar, Gab. Oh, Gabriela schreibt wieder. Ruby ist endlich zu Hause. Nein, wieso das denn? Was ist mit Ruby? Was willst du von uns? Sag mal, Ruby, die hat doch das, die ist doch keine 7 Tage um. Tomschi, komm zu mir, mein Geliebter. Sie ruft an! So ein bisschen Death Stranding. Huch, machen wir wieder an. Das war so ein bisschen Death Stranding, ne? Ja. Ne? So. Ruby schreibt. Wehret euch nicht. Es ist so wunderschön hier. Kommt und lasst uns alle vereinen. Ende Episode 1. Wir arbeiten eifrig an der nächsten Episode. Unterstütze uns dabei und empfehle uns deinen Freunden. Gib uns eine 5-Sterne-Bewertung und folge uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Vielen Dank für deine Unterstützung. Aber Ruby tot? Der müsste das Video schon mal vorgesehen haben, aber warum hat sie die ganze Zeit nichts gesagt? Oh, Leute. Es geht bestimmt bald weiter. Die sind ja ziemlich flott unterwegs da gerade, die Entwickler. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wow, wer hat das denn gedacht? Ruby, Mensch. Aber nein, hoffe ich nicht. Also, Knäckchen, danke fürs Reinschalten und wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Guck bei Inka weiter, wenn sie weitermacht und bis zum nächsten Mal und ciao.